Bevor das Video losgeht, kurz Werbung in eigener Sache. Und zwar gibt es jetzt Sticker von mir. Wenn ihr der One Crew beitreten wollt, dann checkt unbedingt mal den Link unten in der Videobeschreibung aus, wo es direkt zu Creature Design geht, wo ihr euch die Sticker gönnen könnt. Es gibt die in drei Farben, schwarz, weiß und rot. Dazu gibt es noch einen kleinen Logo-Sticker als Goodie obendrauf. Wenn ihr Bock habt, ein Teil der Crew zu sein, dann checkt mal den Link in der Videobeschreibung aus. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Yo Leute, was geht? Webout One ist am Start und heute geht's wieder mal ein neues Bastelvideo. Wir werden nämlich die Blinker der Z1000 tauschen und zwar gegen dunkle. Da hat mich nämlich der Nikla-Z1000 bei Instagram nämlich verlinkt und hatte gesagt, ey, die würden ja auch ganz gut stehen. Link dazu natürlich unten in der Videobeschreibung. Den Fuchsigen fällt direkt auf, das ist der falsche Stecker, sind aber die richtigen Blinker, die passen auf jeden Fall rein. Und wie wir die dann gleich alles umtauschen, das werde ich euch dann zeigen. Aber ich würde sagen, zunächst einmal schrauben wir das Seitenteil ab, um an den Blinker ranzukommen. Das ist diese Schraube und hier unten da diese Schraube. Und hier oben ist es, glaube ich, noch gesteckt. Sorry, wenn die Straße ein bisschen zu laut ist. Ja, fangen wir mal mit kleinen Zeitlaffen an. So, also Seitenteil ist ab. Hier ist übrigens auch die Kühlflüssigkeit, falls es jemand interessiert hat. Stecker ist hier natürlich. Das Seitenteil ist hier noch gesteckt. Hier ist mir aufgefallen, mir fehlt mir eine Schraube. Die muss ich irgendwie mal gelöst haben und verloren haben. Also hier in den beiden Punkten ist es gesteckt. Hier oben ist eine Schraube, da ist eine Schraube und da ist eine Schraube. Das könnt ihr alles mit dem Imbus wunderbar lösen. Und dann kriegt ihr das auch perfekt ab. So, jetzt haben wir das Seitenteil hier liegen. Jetzt werden wir den Blinker einmal ausschrauben, um dann den neuen da reinzusetzen. So, kurz dazwischen eingeschoben, ich bin gerade schon auf der anderen Seite. Ich hatte ja gerade im Zeitraffer diese ganzen Teile hier abgeschraubt, das muss man gar nicht. Ich muss eigentlich nur die zwei Schrauben lösen und diese Schraube. Und dann kriege ich den Blinker schon einfach rausgezogen. Weiter geht's. So, jetzt haben wir den Blinker hier. Das ist der dunkle. Das hier ist der dunkle. Das dunkle Gegenstück. Den setzen wir wieder ein. Wie wir sehen, sind die Stecker unterschiedlich. Aber wir können die ganz leicht tauschen. Und den wir jetzt hier hinten das aufdrehen. Das sitzt allerdings sehr fest. Wir uns ganz vorsichtig hier ein bisschen Hilfe nehmen. Zack. Dann können wir die Birne nämlich rausnehmen. Beim alten auch. Zack. So, mir ist gerade aufgefallen, also Dichtdreh tauschen und Birne tauschen funktioniert nicht. Das bedeutet, der Dichtdreh ist zu dünn für die andere Fassung und die Birnen passen nicht, sind nicht die gleichen Birnen. Heißt, einfach rausdrehen, an den alten reindrehen und fertig. Und jetzt bauen wir alles so zusammen und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Wie ich finde, sehr geil, dezent, mit E-Prüfzeichen natürlich. Und jetzt hauen wir es wieder dran, gucken mal, wie das blinkt. So, und so sieht es jetzt wieder im eingebauten Zustand aus, abgedunkelt. Natürlich zeige ich euch einmal auf der anderen Seite, ich hoffe, das kann man sehen, ist nicht zu dunkel, die helle Seite. Und jetzt schauen wir einmal, wie das Ganze denn auch aussieht dann. Ja, hell genug ist es auf jeden Fall. Als Gegenstück einmal noch zu sehen. So war das helle Licht, ist ein bisschen Tau drauf. Ja, Leute, so einfach kann es gehen. Die andere Seite mache ich jetzt auch noch eben schnell und
das war's. Was ihr dafür alles braucht, am besten so ein Ratschenset, so eine Zange, um das zu lösen, einfach ein Imbus. Vielleicht vernünftiges Werkzeug, nicht sowas wie ich habe. Hat mir gerade den letzten Nerv gekostet. Ja, eigentlich ganz schnell Plug and Play gemacht. Wie gesagt, Stecker einfach nur austauschen, Dichtung und Birnchen einfach drin lassen, wenn es noch ist. Oder direkt mittauschen, wenn ihr das wollt. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, würde ich sagen. Haut's da rein. Ciao, ciao.